Wolfgang arbeitet in einem Spital in Wien, kennt die Situation aus nächster Nähe und vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, quasi, was ist euer Ist-Zustand aus eurem Spital oder den Überblick, den du hast? Ja, also ich arbeite, um das kurz zu sagen, ich arbeite als Oberarzt in einem Wiener Gemeindespital. Bin kein Infektiologe, sondern ein normaler Internist sozusagen. Ich bin auch Intensivmediziner, obwohl ich auf der Intensivstation selber relativ wenig nur mehr mache. Das habe ich früher ein bisschen mehr gemacht. Mein Spital, in dem ich arbeite, ist nicht die Nummer 1 Ansprechperson, die Nummer 1 von dem, das ist das Kaiser Franz Josef oder Favoritner Klinik, wie es inzwischen heißt. Und wir sind, oder meine Station war im Winter Influenza-Station und dann sind wir sozusagen nahtlos in diese Sache von dem rübergegangen. Wie die Situation ist, es ist, man möchte es vielleicht mit der ersten Welle vergleichen. In der ersten Welle ist es so gewesen, dass wir gewusst haben, das kommt auf uns zu, eine große Welle, von der wir eigentlich Angst gehabt haben, oder nicht eigentlich, wir haben Angst gehabt davon. Also ich habe, bevor die Welle gekommen ist, haben wir uns gefürchtet, weil wir nicht gewusst, gar nicht so sehr, dass mir selber was passiert oder so, sondern einfach, wie geht es im Team, wie werden wir damit umgehen? Wir haben die Bilder und auch die Berichte von Kollegen und Kolleginnen aus Bergamo, aus Madrid auch. Meine Frau ist aus Madrid, also hat Familie dort und hat auch aus erster Hand Berichte bekommen. Und das ist die Hölle, was sich dort abgespielt hat. Und das ist natürlich dann die Frage gewesen, was passiert, wenn sowas zu uns kommt, wie es in Bergamo war, dass die Leute in einem Zelt auf dem Krankenhausparkplatz ersticken und so. Das ist alles dann bei uns nicht gekommen, ja, weil wir einen Lockdown gehabt haben, der relativ für europäische Verhältnisse relativ rasch war und weil das funktioniert hat. Ich weiß bis jetzt noch nicht, warum unsere Regierung damals so schnell reagiert hat und jetzt so langsam, was da dazwischen war sozusagen. Jetzt ist diese Situation eine ganz andere, weil man jetzt die Krankheit doch schon kennen, was damals ganz anders war, weil wir inzwischen Erfahrungen natürlich gesammelt haben und weil man auch Zeit gehabt hat, wir selber und auch der Krankenanstaltenverbund, also die Wiener Spitäler sozusagen, Zeit gehabt hat, sich darauf einzurichten. Und das muss ich sagen, jetzt rein auf Spitalsebene, das funktioniert nicht schlecht. Ein Unterschied ist, dass, also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie die Vorstellung haben könnte, dass da am Gang die Patienten sich stapeln und dass man nicht mehr weiß, was man tun muss. Es ist alles relativ gut geregelt, aber es ist so, dass alles andere runtergefahren wird, damit das, was wir jetzt haben, bewältigt werden kann. Als Beispiel in der ersten, also in der ersten Welle haben wir bei uns im Spital zwei Stationen gehabt, die für Corona-Patienten zuständig waren. Wir waren damals nach dem KFJ das zweite Spital. In dieser Welle sind wir jetzt das dritte Spital gewesen und jetzt haben wir seit dem Wochenende sechs Stationen, die nur Corona-Patienten behandeln. Dazu noch eine Intensivstation mit 8 Betten. Da haben wir in der ersten Welle nur 6 Betten gehabt und jetzt soll in den nächsten Tagen eine zusätzliche Behelfsintensivstation mit weiteren 4 Betten in einem, wo normalerweise auf die, diese Aufwachraum sozusagen, wo nach Operationen die Patienten die ersten 1, 2 Stunden verbringen, bis sie halt wach sind. Aufwachraum soll dort gemacht werden. Ja, das Kann heißt, ich kurz was fragen? Entschuldigung. Weil man ja. stellt sich jetzt vor, jetzt sagst du 8 Intensivbetten. Ja? Also so, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute stellen sich immer vor, eine Intensivstation, das sind halt auch, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Nein, nein. Betten sind so, wie sind 8 Intensivbetten, das ist quasi, Das oder ist das ist euer relativ normal. Maximum. Es ist ja nicht die Ja? einzige Intensivstation im Spital. Ja. Es gibt ja mehrere. Also bei uns sind es 3 Intensivstationen. Das ist für ein Spital mit etwas mehr als 1000 Betten, ist das nicht wahnsinnig viel, aber es ist was. Ja. Also es ist, die Intensivstationen sind relativ im Vergleich zu normalen Stationen sind relativ kleine Einheiten, weil es natürlich auch wahnsinnig aufwendig ist. Ja. Ich weiß nicht, wer die für vorgestern war das, glaube ich, wie ein Bericht war aus der Intensivstation aus Hitzing. Ich meine, das war halt schon sehr realistisch. Da hat man ja auch gesehen, es ist nicht so, dass auf der Intensivstation jetzt das totale filmmäßige Tohuwabohu ist und das Durcheinander. Das sind geregelte Abläufe. Es ist nicht so, dass man nicht mehr weiß, was man tun muss, sondern es ist eine ständige Belastung. Und was schon auch ich merke und auch viele Kollegen, dass es schon auch eine gewisse Wut ist, weil wir schon
schon seit Wochen wissen, was auf uns zukommt und es wirklich viele Leute gesagt haben und das, was in den letzten Tagen in den Medien war, dass dann diese Verzweiflungsaufrufe gekommen sind von aus ganz Österreich von Intensivmedizinern in erster Linie, dass diese Aufrufe gekommen sind, das ist endlich mal in die Medien gekommen, aber das Gefühl gibt es ja schon viel länger. Es ist auch verwendet worden, die Intensivstationen sind das höchste Gut, wie es einmal gesagt wird, das ist halt die oberste Ebene. Aber was sich darunter abspielt, ist natürlich was ganz anderes. Ja, das sind die Normalstationen, wo viele wirklich schwerkranke Patienten kommen. Ich habe vorher gesagt, wir waren davor eine Influenza-Station auch. Die Influenza ist keine kleine Krankheit. Ja, wenn immer wieder gesagt wird, ist eh nur eine Influenza. Influenza ist eine brutale Infektion für viele Leute und es sterben auch viele Leute dran. Aber wir haben halt schon gesehen, das, was jetzt das Covid-19, das ist eine komplett andere Kategorie. Von dem her, wie es abläuft, von dem her, wie es den Leuten geht, wobei es, das Lustige ist ja, oder das Verrückte ist ja, dass den Leuten es am Anfang gar nicht so schlecht geht und danach geht es ihnen schlecht und sie merken es noch nicht und dann geht es ihnen dann wirklich schlecht. Ja, nur als Beispiel, sehr viele brauchen Sauerstoff, das ist bei der Grippe was anderes, ja. Normalerweise bei den meisten Erkrankungen, wo man Sauerstoff braucht, dann braucht man so 2-3 Liter pro Minute an Sauerstoff, so über diese Nasenbrille, vielleicht 4 Liter. Bei Covid sind wir meistens auf 10 Liter oder sowas und viel mehr gibt der Sauerstoffanschluss bei den Betten auch nicht her. Ja? Das ist nur als Kategorie, was das sozusagen, was das bedeutet. Und was schon auch ein Unterschied ist, bei der Influenza ist es zum Beispiel so, dass die Toten, die wir haben, sind wirklich so, wie es immer wieder auch bei Covid in den Medien gesagt worden ist, das sind die Leute aus den Pflegeheimen, die schon wirklich schwer krank sind und so, die bettlägerig sind, das sind ein großer Teil der Leute, die an der Grippe sterben. Lange nicht alle, wir haben auch bei der Grippe jedes Jahr 40-jährige gesunde Leute, die dran sterben, aber es sind Einzelfälle und das ist halt bei Covid auch was anderes. Ja. Auf der Intensivstation bei uns ist der Durchschnitt derzeit sind so zwischen 50 bis 70 Jahre alt ungefähr. Ja. Wir haben am Anfang auch 80-Jährige gehabt, das sind auch nicht die Pflegeheimpatienten, weil die kommen gar nicht auf die Intensivstation, sondern sozusagen die rüstigen Alten. Und wenn man sagt, die Vorerkrankungen ist nicht der Krebs im Endstadion oder so irgendetwas oder 3 Schlaganfälle schon gehabt und mit schwerster Demenz im Bett, sondern Vorerkrankung heißt dann Diabetes mit 2 Tabletten oder dass man vielleicht vor 5 Jahren einen Herzinfarkt gehabt hat oder sowas. Das sind die Vorerkrankungen oder Übergewicht ist auch. Ja, in Deutschland auch hat man gesagt, 40% aller Deutschen würden dieser Definition entsprechen, hat der Jens, glaube ich, gestern gesagt. Es wird bei uns nicht anders sein. Ne? Ja, sicher nicht anders. Ja. Also es sind auf den Großteil der internistischen Patienten, die auch ganz normal im Spital sind, jetzt unabhängig von Covid, sind entsprechend dem Vorerkrankungen. Ja. Das sind Cholesterin Leute, 244, reicht das? Also Risikofaktor, keine Krankheit, aber wurscht. Ja. Nein, ich meine, okay. Es geht schon in die richtige Richtung. Klar, es ist, wie gesagt, ein Herzinfarkt, den man mal gehabt hat oder sowas. Das ist eine Vorerkrankung. Ein Diabetes, der gut eingestellt ist, aber nicht, dass da jetzt was nicht die Beine amputiert sind wegen der Folgeerscheinungen vom Diabetes, ja, sondern ein Diabetes einfach, ja. Solche Sachen oder dass man vielleicht ein bisschen einen Leberschaden hat, weil man doch ein bisschen zu viel getrunken hat, aber nicht Leberzirrhose im Endstadium, ja, sondern wir reden, das sind die Vorerkrankungen. Die 80-jährigen Leute, die fit sind, die vielleicht aus einem Pensionistenheim kommen, aber nicht bettlägerig sind, die werden bei uns, und das ist dann der nächste Punkt, wo man zur Triage, die wir noch nicht haben, kommt, aber es ist eine schleichende Triage und das ist auch belastend, die man im Kopf spürt, weil man sich dann schon überlegt, wir wissen, dass wir knapp werden und die 80-Jährigen, die zu uns auf die Intensivstation gekommen sind und nicht nur zu uns, es geht anderen auch nicht anders, die intubiert werden müssten, da hat von denen fast keiner überlebt. Ja? Das ist bei anderen Krankheiten schon anders. Ja? Auf Intensivstation sterben die Leute, das ist normal. Aber dass so viele sterben und dass es so chancenlos ausschaut, ja? Vor allem bei den Älteren, das ist was anderes, als wir es gewohnt sind. Und, was kriegen die dann überhaupt? Die werden intubiert, weil man hat ja bei uns im Kreisgericht im März hat man gesagt, wie das Licht am Ende des Tunnels und der Plätzchen war, man hat immer gesagt, zuerst wird es einen Wirkstoff geben, also ein Medikament gegen die Krankheit. Und dann irgendwann später die Impfung.
vom Medikament, ich kann mich nur erinnern, Hydrochloroquine, Hydroxychloroquine, Remdesivir in den Medien und so weiter. Von dem redet keiner mehr. In Brasilien haben sie, glaube ich, mit Remdesivir 20.000 Leute umgebracht oder so ungefähr. Warum gibt es kein Medikament? Kannst du das erklären? Weil ich glaube, viele fragen sich das. Ich frage mich das nämlich auch. Medizinisch, ein Medikament gibt es schon. Also wir haben schon einiges gelernt. Das beste Medikament, das haben, ist das gute alte Cortison, das am besten sich noch wirklich auswirkt bei den schweren Verläufen, ja, bei den leichteren. Das ist etwas, was man nicht am Anfang gibt. Das hat dann bestimmte medizinische Gründe, warum man das so macht. Ich glaube, man muss jetzt nicht darauf eingehen, aber jetzt was Cortison, das ist relativ gut und andere Sachen auch. Wir haben zum Beispiel gelernt, am Anfang hat es geheißen, das war das, was man aus China und auch am Anfang aus Italien noch gehabt hat, möglichst schnell intubieren, weil die Lunge so kaputt ist. Inzwischen haben wir gelernt, möglichst spät intubieren. Ja, die ersten, das haben wir falsch gemacht. Und dann, was auch ein Medikament ist, die Leute haben dass die Blutgerinnung kaputt ist. Und zwar in dem Sinn, dass sie Quageln bilden und dass es zu kleinen Thrombosen kann auch sein, auch das gibt es, oder Lungenembolie oder sowas, aber auch dann so kleine Mikroschlaganfälle, kann man sagen. Wir haben eine Patientin gehabt, die war vielleicht 60 Jahre oder sowas, die hat sozusagen, das war im März noch, die hat die erste Phase mit Intubation und so weiter, ist dann doch wieder besser geworden und ist dann nicht mehr aufgewacht. Und dann haben wir dann das Gehirn angeschaut, im CT-MR, und haben wir gesehen, das ist nicht ein Schlaganfall im eigentlichen Sinn, wo ein Teil vom Gehirn weg ist, sondern lauter winzige Schlaganfälle durchs ganze Hirn durch. Ja. Die war, also Thrombosenhagel, ne? Oder wie man das kann man sagen, ja, genau. Ja. Ja. Das haben wir gelernt, wenn man das verhindert, dass das auch was bringt. Ja. Also das sind so die Kleinigkeiten, die man machen kann. Aber jetzt ein gezieltes Medikament ist wahnsinnig schwierig bei viralen Infektionen, weil bei dieser Krankheit ist es ja so, wenn man steckt sich an, das Virus wütet sozusagen und die eigentliche Krankheit, die das Problem ist, kommt danach, wenn der Körper darauf reagiert und das Virus gar nicht mehr so im Vordergrund ist, wenn das Virus schon fast wieder weg ist. Das heißt, die ganzen Medikamente, wie zum Beispiel das Remdesivir, das wenig bringt, ja, gibt es verschiedene Studien, kann man darüber diskutieren, das teilweise auch schon wieder aus den Richtlinien heraus ist. Wir haben es auch gegeben, ja, geben es teilweise immer noch. Das ist halt Verzweiflungstat. Ja. Das Problem an dieser Krankheit und an vielen viralen Krankheiten ist, wenn die Leute wirklich krank sind, ist das Virus gar nicht mehr im Vordergrund und du kannst nur mehr die Folgen davon behandeln und das ist schwierig. Ja. Was ist regnet dir? Entschuldigung, Natascha, ich habe eine kurze Zuschauerin, bitte. Du sollst bitte kurz dein T-Shirt herzeigen. Ach so, kann man es sehen? All Coronaviruses are bastards. Okay. Richtig. Okay, aber das verstehe ich jetzt wieder, außer der Natascha und dir keiner, weil normalerweise heißt All Cops are Bastards in der ja, SCRB. Das hat ein bisschen den Witz ruiniert, Rudi. Ich weiß nicht, ob es so lustig ist heute. Nee. Was regt die am meisten? Also jetzt, du bist der Arzt, du kennst dich aus, du hörst den Herrn Anschober reden, du siehst den Herrn Hacker, der das Contact Tracing in Wien, so wie alle anderen Landesräte, auch nicht aufgebaut hat über den Sommer. Ein schweres Versagen ist, was regt dir am meisten auf? Also wenn du sagst, zwei, drei Sachen, wo du jetzt sagst, das kann es ja nicht sein, das kann ja nicht so schwer sein, das kann man ja hinkriegen. Also was ich mich frage, ist, was die Berater waren, wie die dazugekommen sind. Ich meine, ich habe schon gesagt, ich bin kein Infektiologe, ich bin schon gar kein Epidemiologe. Ja? Ich habe mich nur für diese Krankheit interessiert, weil ich es jetzt rein vom Professionellen finde, es ist eine sehr interessante Krankheit. Ja? Und ich habe auf Leute gehört, ich habe Leute gefunden, die Experten eben, die berechnen, wie das geht und die im Juli schon gesagt haben, so wird es kommen. Und ich habe das aufgenommen, das ist das, was ich dann auf Twitter mache. Das fällt mir ja nicht selber ein, weil ich so gescheit bin, sondern das hat man ja überall schon lesen können, wie das gehen wird, was kommen wird und so weiter. Wir haben das, was wir im August gesehen haben, wir gehen in eine exponentielle Geschichte rein. Ja? Was mich aufregt, ist, dass das mit sehenden oder auch nicht sehenden Auges in diese Richtung gegangen ist. Das ist eben der große Unterschied zur ersten Welle. Die ist aber auch über uns hinweggeschwappt. Ja? Da sind wir fast wehrlos gewesen. Wir haben dann halt sehr schnell reagiert, weil wir schon Italien gehabt haben. Ja? Da hat es einfach nichts anderes gegeben. Es hat im Jänner oder Februar, hat eigentlich Mitte Februar zumindest, hat nur jeder diese Krankheit, bei uns zumindest, ich auch, völlig unterschätzt. Ja?
kann man auch, wenn man es einfach nicht gewusst hat, wenn man dachte, so wie andere Krankheiten, es bleibt in China oder so, es wird schwächer bei uns. Und danach ist diese lange Phase gewesen, wir haben die erste Welle, Ischgl lassen wir mal aus und das Ganze drumherum, aber prinzipiell, wenn man die Zahlen anschaut, haben wir die erste Welle ja wirklich gut gemeistert, ja? Durch den Lockdown. Ja? Der war brutal und das war zu dem Zeitpunkt auch das Einzige, was man tun konnte. Und jetzt kommt die zweite Welle, die so wirklich so langsam und schleichend kommt. Und dann, weil ich mich eben für das interessiert habe, habe ich gelesen über die spanische Grippe, wo man genau das auch sieht, die erste Welle, wo es dann gedacht hat, boah, jetzt ist vorbei, so 1918. Und dann ist 1919 gekommen und dann ist es explodiert und dort sind dann die 50 bis 100 Millionen Leute, was das damals waren, gestorben. Ja? Und die dritte soll schwächer werden, ne? Bei der spanischen Grippe war es so. Ob das so sein wird, das kann ich nicht sagen. Die Frage ist, ob bei der spanischen Grippe die dritte Welle nicht nur schwächer war, weil eh alle schon davor gestorben sind, ne? Vielleicht das würde ein bisschen optimistisch sein. Ne? Okay, Entschuldigung. Uns rammt alle weg, ist jetzt. Ja. Nein, ist auch nicht zum Lachen, aber also. Es ist schon vor, ne? Ja, natürlich. Ja. Es ist, so, sind nicht mehr so viel über gewesen. Jetzt haben wir eine Stunde gehabt mit unseren Gästen und genau. Mit uns. So, wir machen das ja deshalb, weil wir sind draufgekommen, die Natascha und ich. Erstens, ich habe nichts zum Tun, also die Sendung, und wir haben wahnsinnig viel zum Song bei. Und wir haben gesagt, wir wollen das mit gescheiten Leuten tun. Und wir wollen aber die Möglichkeit bieten, den Leuten Fragen zu stellen. Jetzt haben wir über 1000 Leute auf YouTube, die den Stream schauen. Wenn ihr Fragen stellen wollt, ich glaube, wir kommen nicht dazu, dass wir auf YouTube jetzt mitlesen. Dann kommt es einen in das Zoom-Meeting. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ihr habt die Möglichkeiten, den Wolfgang, die Hanna, die Natascha und mich Sachen zu fragen. Bei uns, glaube ich, wichtig ist, wenn wir sagen, wir kritisieren, dass die nicht auf Augenhöhe kommunizieren mit den Bürgerinnen. Ja, ich meine, für was sind wir gemeinsam in dieser Scheiße? Also sollte man darüber reden. Kurzer Hinweis, ich möchte mich bei meinen Gästen natürlich immer, denke ich, zeigen. Und wenn es nur kleine Puzzle ist, wenig, weil das darf man nicht mehr. Aber wenn ich ein bisschen Turten hinschicken kann, irgendwas und dann Natascha ein bisschen Hunger anzeigen kann, paypal.me@bussifussi, ich brauche nichts, ich habe alles, was ich. Ich habe mehr, als ich brauche. Darum regt es mir auf, im Viktor Adlerschen Sinne. So, Hanna großartig, Wolfgang großartig, Strobl ist immer großartig, heute hat mir einer geschrieben, was will die, kann die ja nicht lesen, die hat mich bloggt. Leute, die sie geblockt hat, sollte man auch bloggen. Das ist eine gute Empfehlung. Nein, ich blogge relativ leichtfertig, ich gebe es zu. Ja, manchmal, so, manchmal auch nur wegen Zufall, also ich gebe es dir zu. Gell? Wenn jetzt jemand eine Frage stellen will, ja, dann gibt es auf Zoom da diese Funktion, seine Hand zu heben. Und dann kann man die Hand aufhauen und dann wird die Natascha oder euch die Natascha dran nehmen. Ich muss noch einen Hinweis bringen. Sacko, was bist du für ein Trottel? Frage Rudi, wieso hasst dich dein Friseur so? Ich war seit ein Dreivierteljahr nicht beim Friseur, du Trottel. Ich schneide mir mit der Maschine die Haare selber. Ja? So schauen sie aus. Und ich muss einen Hinweis bringen, es gibt eine Homepage, die heißt www.pcs, also wie PCs, Computer, für, mit UE, für alle. Das gibt es auch auf Twitter. Das ist eine Initiative von Peter Bern, der liebe Robert Glattau, einer der sozial engagiertesten Menschen auch auf Social Media, den ich kenne. Hat mich darauf hingewiesen, gerade vorher, und gebeten, bitte kannst du das sagen. Da geht es darum, wenn irgendwer von unseren Zuschauern daheim ein altes Grafel herumliegen hat, ein Laptop, weil wir eh so geil drauf sind, dass wir immer gerade das Neueste haben, wenn ein altes iPad herumliegt, ein Laptop oder irgendwas, oder ihr habt in der Firma Sachen übrig, www.pcsfüralle.at, die kümmern sich in ihrer Freizeit darum, dass diese Dinge zu den Leuten kommen, die es brauchen. Natascha, darf ich dich bitten, zurückzuhören, ich muss unbedingt eine Rauchen. Ich habe eine Frage, die jetzt einfach gestellt worden ist. Und zwar, habt ihr irgendwas bekommen, mehr als Klatschen? Und habt ihr das Klatschen überhaupt wahrgenommen? Oder wurde euch das irgendwie entgolten? Oder habt ihr irgendeine Wertschätzung bekommen als Pflegerinnen und Ärztinnen? Nein, das Klatschen haben wir wahrgenommen, das war sehr nett, ja. Sonst haben wir nichts bekommen. Nein, also keine Infektionszulage oder sowas brauche ich auch nicht. Wir haben einmal die Peanuts, die Erdnüsse bekommen, ein Schachtel. Ja. Das war das, was wir gekriegt haben. Ja.
Ich brauche auch nichts, ich bin zufrieden. Ich habe so viele Überstunden gemacht wie noch nie in meinem Leben, die auch bezahlt worden sind. Das ist ja auch nicht nichts. Ja. Ich habe einen krisensicheren Job, wie man jetzt merkt, einen wirklich krisensicheren Job. Ja. Ich glaube, vor allem für das Pflegepersonal und für die Putzbrigade wäre das gar nicht so sehr die 50 Euro, was die Infektionszulage wäre pro Monat, ist auch was. Aber es wäre vor allem, glaube ich, symbolisch, wäre es wichtig, dass man was kriegt, weil das ist auch den Mädels auf meiner Station, sind fast nur Mädels, ja. Es wäre einfach für sie, dass sie eine Art der Wertschätzung spüren. Und das ist nicht gekommen und das finde ich sehr schade. Was man andererseits, weil man, ist was ganz anderes, was wir schon immer gehabt haben, ist, dass man die Schutzausrüstung und so weiter, ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen würden, weil es halt sehr viele verschiedene Firmen und immer ist es halt von irgendwo geholt worden, wo man es gerade kriegt. Nicht alle Masken sind gleich gut, auch diese FFP2-Masken gibt es Unterschiede, aber wir sind immer mit Schutzmaterial ausreichend ausgerüstet gewesen und das ist wichtig, ja. Pussy, 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 pussy